Wenn es bei dem Vorschlag der EU-Kommission bleiben würde, dann hätten wir mit drastisch steigenden Kosten für die Analytik zu rechnen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Votum des EU-Parlaments vom September im Trilogverfahren auswirken wird. Klar muss natürlich sein, dass die Kosten am Schluss immer beim Bürger ankommen werden, entweder beim Abwassergebührenzahler oder beim Krankenversicherten. Die Herstellerabgabe hat aber den Charme, dass sie zum Wettbewerb anregt, dass sie die Hersteller dazu animieren wird, mehr in die Forschung für umweltschonende Arzneimittel zu investieren, weil damit ja die Belastung der Hersteller gesenkt werden könnte.